also von der Teamleistung gesehen, behaupte ich mal, sind wir nicht ganz zufrieden. Wie gesagt, wir haben in der 80. Minute durch einen Torwartpatzer das 2-2 bekommen. Da kann man dann nicht ganz so zufrieden sein. Wir wussten allerdings, dass HSV auch spielstark ist, haben uns dementsprechend auch darauf eingestellt, haben das eigentlich ganz gut umgesetzt, fand ich, teilweise. Und ja, ansonsten, wir hatten die besseren Chancen. Wer bis zur 80. Minute gegen HSV mit 2-1 führt, kann nicht ganz zufrieden aus dem Spiel gehen. Persönlich ist es natürlich ein schöner Start für mich in die Saison, auch jetzt auf der 10er-Position mit 2 Toren sozusagen zu starten. Ja, wenn man die gesamte Partie sieht, geht das in Ordnung. Wir hatten kurz vor Schluss noch das 3-2 frei vom Tor auf dem Fuß, genauso wie Norderstedt nach dem 2-1 auch 1-2 gute Möglichkeiten hatten für sich vom gesamten Spiel. Wir kamen eigentlich gut ins Spiel rein, haben das Spiel kontrolliert und bekommen dann quasi mit dem ersten Schuss aufs Tor fast aus dem Nichts das 1-0 und haben dann die Linie verloren, dann auch geschlingert. Zwar nicht mehr viel zugelassen, aber da hatten wir uns dann auch schwer getan, kommen dann aus der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt zurück und haben dann gerade wieder Spielkontrolle und du hast so das Gefühl, okay, jetzt kommen wir in das Spiel rein, wir wollen den Gegner hinten reinschneiden, wir wollen über die Außenbahn durchkombinieren und mit einem Fehlpass, der ohne Druck entstanden ist und der Gegner frei vom Tor steht, ist 2-1. Und dann hatten wir wieder gute 5 bis 10 Minuten gebraucht, um uns davon zu erholen. Und danach haben wir wieder Spielkontrolle aufgebaut, allerdings ohne richtig durchschlagskräftig zu sein. Und dann fällt unsererseits dann das 2-2, wo du in dem Moment auch nicht mit rechnen kannst. Und dann war aber das Spiel so, dass man schon das Gefühl hatte, jetzt, wenn was passiert, wird es zugunsten von uns passieren. Und da war man dann auch geduldig und hatten die Chance, aber haben sie leider nicht genutzt, weil zum Schluss musst du halt das 3-2 machen. Trotzdem muss man auch fairerweise anerkennen, der Gegner ist eine gute Regionalliga-Mannschaft, die das wirklich sehr clever gegen uns gespielt haben, die auch ihrerseits wirklich gefährlich waren.